Aufgeregt? Ein bisschen. Das ist alles so neu für mich. Aber das Coole ist, ich kriege heute schon meine Startnummern. Jetzt laufen wir dann eine halbe Stunde gemütlich hin. Und dann gucken wir mal, was sie da so machen. Ich glaube, das wird nämlich eine richtig coole Show. Das ist übrigens auch ein Olympia-Qualifier. Wow. Da geht's dann zur Sache. Stehe ich neben dir. Nein, Spaß. So, ihr habt gehört, wir gehen jetzt los zu der Registration. Heute ist Freitag, das heißt ein Tag vor der Show, also vor der Regionalshow und zwei Tage vor dem Pro-Qualifier. Nochmal zur Info, ihr könnt hier oben mal draufklicken. Da seht ihr End- und Aufladepläne. Wir werden nämlich heute noch nicht aufladen, also ein bisschen. Aber es gibt Haferflocken, seht ihr dann später im Video. Oh. Und Samstag wird dann abends richtig dicke geladen, dass wir am Sonntag dann schön prall und voll und hart sind. So ist der Plan. So, wir sehen euch gleich in der Halle. Bis gleich. Okay, wir sind angekommen. Wir sind jetzt eine halbe Stunde hierher gelaufen in ein anderes Hotel und hier wird jetzt Check-in gemacht und die Kleine kriegt Farbe. Erst um 19:30, jetzt ist wie viel Uhr? 3:30. Wir zeigen euch jetzt mal, wie es hier so zugeht. Wo müssen wir eigentlich hin? Alright, here we go. Wir sind jetzt in dem Athleten-Check-in. Also hinter mir sind alle Athleten brav aufgereiht und dann wird einmal Körpergröße gemacht. Waage wahrscheinlich, was bei Bikini nicht so relevant ist. Dennoch, und dann hoffen wir mal, dass hier alles reibungslos klappt. Mexiko ist nicht so bekannt für die Organisation, aber dafür sind die Menschen meistens sehr, sehr hilfsbereit. Das wird cool, ich freue mich. Wie war's? Voll gut organisiert, muss ich echt sagen. Ja? Ja. Right, Registration wäre geschafft. Wie war's? Voll gut. Also, wir haben alle Englisch gesprochen. Ich konnte mich ohne Probleme verständigen. Die haben es voll gefeiert, dass ich aus Deutschland komme. Muss übrigens gleich noch eine Story machen. Und yes, ich habe einen Haufen Papierkram und einen Turnbeutel bekommen. So. Ja, und Coach Pass hat $200 gekostet. Also, egal wer davon was essen geht, auf meinen Nacken. Hallo. Zeig mal, bist du braun? Bisschen. Fühl mich jetzt ein bisschen klebrig. Wie war's? Ging eigentlich voll schnell. Witzig nur, die konnten kein Englisch und ich kann kein Spanisch. Aber da war eine Athletin, die hat dann so übersetzt. Und von daher wusste ich, was ich tun sollte. Und ja, morgen, übermorgen 10.15 Uhr, beide Termine, auch wieder im gleichen Raum. Bin mal gespannt, wie dunkel das noch wird. So, das heißt, der schwierige Part ist jetzt erledigt und jetzt gibt's was zu futtern für die Kleine. Haferflocken. Oh mein Gott. So, jetzt müssen wir noch in die U-Bahn zu unserem Hotel zurückfinden und der kostet ganze 3 Euro. Sollen wir Uber X oder Uber Planet holen? Ganz normal, egal. Planet ist, glaube ich, umweltschonend, kann ich sagen. Zu spät. I'm sorry. Ja, das Gröbste wäre geschafft. Die Kleine ist jetzt hoch, geht ins Zimmer und chillt. Ich gehe jetzt nochmal zum Einkaufen. Für mich gibt es jetzt die nächste große Herausforderung und zwar hat sie zwei Shows back-to-back, das heißt Samstag und Sonntag. Und das Problem ist, ich kann sie heute nicht maximal laden, weil sie dann zum Sonntag hin wahrscheinlich ein bisschen Wasser hat. Das heißt, wir müssen so ein 30-70 Ding machen. Heute Abend kriegt sie Haferflocken mit ein bisschen Nussmus, dass die Kohlenhydrate etwas langsamer reinrutschen. Das Ganze könnt ihr aber euch nochmal anhören, wir haben es ausführlicher besprochen im Video zuvor. Am Wettkampftag an sich wird sie auch essen müssen und ich weiß jetzt schon, dass ihr das nicht schmeckt, weil sie will keinen vollen Bauch haben. Auf der anderen Seite brauchen wir Nährstoffe für den nächsten Tag und komplett auf Null laufen lassen kann und will ich sie nicht. Sonst wird es sehr, sehr schwierig, über Nacht nochmal die ganze Fülle für den nächsten Tag irgendwie in die Muskeln zu bekommen. Das heißt, sie wird über den Tag ein bisschen Spargel mit Hähnchen essen und zwischendurch mal ein bisschen Reis. Und ich werde ihr das heute ganz speziell zubereiten. Ich brate erst den Spargel an und dann rolle ich den in so Hähnchenaufschnitt ein. Der hat hier sehr, sehr wenig Salz.
das sind 300 Milligramm Salz. Das macht da nicht viel aus. Sie soll auch weiterhin salzen morgen. Also sie wird nicht komplett auf Null sein, vermutlich. Ich werde über den Tag ein paar Gramm Salz essen lassen und auch ein bisschen was trinken, dass sie, wie gesagt, am Sonntag dann ihren bestmöglichen Look hat. So ist der Plan. Ob das alles so aufgeht, kann ich jetzt nicht sagen. Da gibt es ja ein paar Variablen. Die Zeit ist auch noch ein wichtiger Faktor, ob alles on point ist, ob das alles pünktlich ist, wie ihr Körper reagiert, andere Temperatur, dann der Schlaf ist wichtig, also ganz viele Variablen. Für mich natürlich unheimlich schwierig zu planen, aber letzten Endes mein Job. Ob ich jetzt ihr Freund bin, hin oder her, ist jetzt scheißegal. Ich bin jetzt ihr Coach und ihr Coach muss einfach gewährleisten, dass sie den besten Look auf der Bühne hat und egal wie. Also ich muss die Entscheidung treffen und ob es ihr dann schmeckt oder nicht, ist eine andere Sache. Und wie sich das gehört, stehe ich jetzt fleißig in der Küche und koche die Mahlzeiten für morgen. Und ich zeige euch jetzt mal, was ich vorhin meinte mit dem Spargel und dem Hähnchenaufschnitt. So. Gourmet. Ihr könnt mich ab heute Chefkoch nennen. Da gibt es jetzt Hähnchen, trocken, plain, ohne Salz und gar nichts. Und diese Hähnchenwurst mit Spargel zum Snacken. Hier ist noch Reis und Rindfleisch für mich. Und das war's dann. Das nehme ich morgen mit. Auf den Backknopf, dann habe ich auch ein bisschen was zum Futtern zwischendurch. So, Abendessen ist fertig. Das hier ist für mich. So, Baby. Bitteschön. Dankeschön. Weißt du, was das Coolste daran ist? Was denn? Das gibt es zweimal. Echt? Ja, Hundeschlüssel vor. Wow. Hundeschlüssel Nummer 2. Hier. Guten Appetit. Danke. Jetzt aber Ende und gleich ins Bett. Okay. Wir machen uns jetzt nochmal gemütlich auf der Couch. Ausnahmsweise, das ist nämlich wirklich untypisch für uns, dass wir auf der Couch chillen. Das ist gar nicht so unser Ding. Es ist fertig gekocht. Jetzt gibt's was zu essen und der ganze Wettkampf, Registrationsstress und so ist jetzt eigentlich durch. Ab jetzt ist Spaß. Fun Time. Ich hab auf Locken natürlich das Fun Time. Ja, sie freut sich. Magst du dich mal verabschieden? Ich wieder? Du wieder. Okay, also ich muss mich jetzt noch abschminken, was essen und dann sehen wir uns morgen auf dem Wettkampf wieder. Aua!